So. Alles klar. Und das nächste Match. Und zwar Niceface und SDN gegen Rufen und Sketty haben wir hier wieder. Und Rufen und Sketty auch wieder mit Cloud und Snake. SDN mit Ike. Den Charakter von Nice kenne ich tatsächlich nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und aktuell leichte Vorteile für Nice und SDN. Und da kommt auch schon mein Experte rein, der mir höchstwahrscheinlich weiterhelfen kann bezüglich des Charakters von Niceface. Ja, wir sind direkt hier ins nächste Game gestartet. Ne? Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen hier. Rufen gegen Skurdy. Rufen mit Skurdy gegen Niceface und SDN. Ja, ey, beides Anwärterteams für den ersten Platz. Auf jeden Fall krasse Begegnung hier. Eigentlich sogar die vier, die, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, auch Anwärter sind für Singles Ersten. Deswegen ist das hier auf jeden Fall eine crazy Begegnung schon. Genau, um auf meine Frage vom Anfang nochmal zurückzukommen. Der Charakter von Nice. Von Niceface? Genau, den kenne ich tatsächlich nicht. Maximilian, vielleicht einmal kurz. Okay, das ist Dings. Na, wie heißt der denn noch? Nein, relativ neuer DLC-Char. Ich hab gerade wirklich irgendwie eine Gedächtnislücke. Wen haben wir denn da? Vielleicht steht's ja im Chat. Schauen wir mal. Also das kann der Chat uns ganz sicher beantworten. Ja. Ja, ein guter Char auf jeden Fall. Pyron Mithra? Ja, irgendwie so. Pyron Mithra sind das, glaube ich, ne? Die kann man halt so wechseln, wie damals Zelda und Sheik. Die OGs wissen noch. Bei Billy und so. Das habe ich tatsächlich auch noch gespielt. Erinnere mich. Ja, genauso kann man zwischen diesen beiden Chars wechseln. Und Pyra ist, glaube ich, der etwas schnellere Char, der entsprechend weniger Damage macht. Und Mithra ist dann so ein bisschen langsamer, schlechtere Recovery, aber macht mehr Damage. Spannender Char, guter Char auf jeden Fall. Und jetzt gerade. Das war. Und Skelly rettet sich noch da mit der C4. Sehr schön. Aber es sieht gut aus gerade für Niceface und SDN hier. Ein Stop Lead. Fuego Elo. Es geht ab, Leute. Shoutouts gehen raus. Schade, dass ihr nicht da seid. Syntec. Go Team Action. Syntec, what's up, my man? Auch nicht da heute. Schade, schade. Oh. Und ey, ganz kurz auf den Chat geguckt und schon ist vorbei hier. Niceface und SDN. Also, holen das erste Ding. Ja, schon close. Also zumindest auf dem letzten Stock runter so kann man schon gerade noch close. Ja. Gerade noch so close nennen. Es geht natürlich immer ein bisschen closer. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ne? Aber sauber runtergespielt. Man hat ja eben gesehen, dass Skeddy und Rufen doch auch sehr gut spielen im Team. Hier sieht es jetzt aber, sah es jetzt doch schon anders aus. Also Niceface und SDN natürlich auch wirklich krasse Spieler. So. Funktioniert scheinbar auch sehr gut im Team. Das ist ja manchmal so ein bisschen die Hoffnung, ne? So wenn zwei sehr gute Spieler aufeinandertreffen, beziehungsweise zusammenkommen und man dann auf die trifft so in Teams, dann kann man natürlich so ein bisschen darauf hoffen, dass die Synergy nicht so ganz da ist. Aber hier sieht das leider gut aus. Also was heißt leider, ne? Also für die beiden. Man merkt leichte persönliche Präferenz. Manchmal kommt sie durch. Kann sich so ganz vermeiden. Nein, aber ne, ich gönn's dem besseren Spieler, der hier gewinnt, natürlich. Klar. Niceface und SDN, auch beides. Coole Dudes. Oh, okay. Ja, wir sind jetzt hier im Neutral. Gerade noch sehr even. Aber es kann alles gleich ganz anders aussehen. Und die Abby hat fast schon hier die Snake gekillt. Unter 100. Und das hat schon was zu bedeuten und das ist jetzt hier die Dash Attack, die den Kill holt. Snake eigentlich sehr heavy, aber dafür dann doch nicht heavy genug. Okay, jetzt hier auf Stage Game. Oh, schöne Granate to Back Air und schlechte DI von SDN, würde ich mal behaupten. Hat wahrscheinlich versucht, den Confirm noch raus zu DI'en. Hat ihn dann aber kassiert und war entsprechend im schlechten DI. Oh, was? Und dann von Niceface der SD hier? Das ist natürlich auch ärgerlich. Damit gehen Rufen und Skurdy jetzt in Führung. Oh, schöne C4.
Und die beiden jetzt hier in der Mangel von Ruven und Skeddy. Okay, ein bisschen Friendly Fire, das nehmen die beiden natürlich auch gerne mit. Und Skeddy auch so gut darin, mit Snake zu landen, also das ist immer wieder erstaunlich. Weil eigentlich in diesen Momenten man Snake punishen muss. Oh, und der Uptilt. Wo er sich so hinlegt, oder? Nee, wenn er von oben quasi irgendwo runterkommt, wenn er da im Disadvantage ist. Okay. Okay, Ruben muss hier das Limit loswerden für die Recovery. Oh, und sehr schön von SDN hier aufgepasst, gepunished. Und damit geht Skeddy jetzt auch auf das letzte Stock. Das ist wirklich spannend jetzt hier gerade. Das ist komplett even, kann man fast sagen. Vielleicht leichter Favor hier für Ruben und Skeddy. Und die Team-Kombos hier in den Upsmash rein. Sehr schön. Und jetzt hat man gesehen, Niceface ist jetzt hier geswitcht auf Mithra. Ja, weil die anderen beiden jetzt schon High Percentage sind und man sieht, das sind dann auch die Kills, die man holt mit diesem Char. Und jetzt holen sie beides, holt er beide Stocks hier aufeinander folgend und jetzt sehen wir hier kleine Team-Kombos sogar. Und das sieht ganz schlecht aus jetzt gerade für Ruben. Ja. Oh, und der Side Smash. Okay. Ja, schön onstage gekommen. Ruben auch ein krasser Spieler. Ich würde jetzt... Ich nehme mal nicht raus, das jetzt als entschieden zu erklären, das Game, aber es sieht doch sehr schwierig aus jetzt hier für Ruben, aber schön, einen Kill nochmal geholt, aber das ist ein Upsmash. Ja, und da hat man gesehen, wie gut das bei den beiden einfach auch funktioniert, bei Nanisface und SDN. Ja. Zwischendurch hatte man irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass Ruben und Skeddy, fuck, ich komme immer mit den Namen durch. Ja, dass Ruben und Skeddy geführt haben, meinst du? Ja, also dass die eigentlich ganz gut drin waren. Ja, voll. Vielleicht auch durch ein paar unglückliche Missgeschicke vom anderen Team. Ein oder zwei SDs haben wir gesehen. Ja, aber auch gar nicht mehr so gegen Ende. Das waren dann schon so jeweils zwei und ein Stock auf beiden Seiten und da sogar noch ein leichter Favor dann für Skeddy und Ruben. Aber dann hat man gesehen, Niceface war das, glaube ich, mit Mithra. Ist dann auf Mithra gewechselt und hat einfach so diese zwei Stocks mal eben geholt und so schnell kann es dann gehen, ne? Ja. Wenn man kurz unaufmerksam ist gegen Chars, die einfach heavy Attacken haben, so, dann kann es auch schnell gehen. Ja. Und das war schon, war das jetzt schon 2-0? Das war schon 2-0. Ja. Okay. Ging tatsächlich auch fixer, als ich gedacht hatte. Das ging schon ganz schön schnell, ja. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, jetzt im letzten Game, da holen die es nochmal. Ja. Und wir sehen hier nochmal ein 1-1. Ein drittes Game quasi. Haben wir bisher im Übrigen gar nicht gesehen. Wir haben nur 2-0s gehabt, glaube ich. Ja. Also ja. Ich glaube, die Nächsten bereiten sich schon vor. Ich würde nochmal einen Schluck aus meinem Becher nehmen und mal gucken, was da um die Ecke geht. Und dann sind wir gleich... Obwohl, ich glaube, wir können drinbleiben. Wir können auf jeden Fall online bleiben, ne? Ich bleibe sonst mal eben hier. Du kannst ruhig auch einen Schluck trinken, das ist ja auch kein Problem. Habe ich ja direkt hier. Ich weiß gar nicht, wer sich jetzt begegnet hier. Ruven und Skeddy scheinbar im... Ja, klar, sind jetzt im Losers. Ja, gegen Flora und Partner von Flora ist... Gegen Flora und Scorpion. Genau. Mhm. Scorpion mit Pete wieder. Wie sind die denn gerade noch im Losers gelandet? War das auch gegen... war das auch gegen SDN? Ah ja, stimmt. Mhm. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier gerade im Turnier? Ist das schon Losers Quarters? Okay. Vielleicht schreiben wir das dann nochmal hin bei Doubles. Also Losers Quarters Final. Losers Quarters Finals. Er ist auch ein Board. Und wir sehen, es geht schon direkt zur Sache hier. Ich gucke mal ganz gerne Skeddy zu, weil ich einfach Snake-Fan bin.
Viele mögen Snake nicht. Ich finde es einfach Stylo-Char. Einer der coolsten Chars auch in Smash allgemein. Das vielleicht noch so ein bisschen meine Brawl-Nostalgie und so, aber ich finde einfach ein cooler Char. Und ich finde auch Skelly spielt ihn einfach cool. Ja. Okay. Buben versucht hier Skelly im Disadvantage ein bisschen zur Hilfe zu kommen. Kriegt das auch ganz gut hin. Und jetzt fliegen hier Stock nach Stock. Und wirklich das dritte Stock innerhalb und alles von 5 Sekunden. Und wir sind auf komplett even. Ja. Crazy. Okay, okay. Ich habe mich gerade gewundert, was Ruben für ein Charakter spielt, aber das ist nur ein Ike-Skin, oder? Ruben spielt Chrome. Chrome. Ah, genau, aber die sind ähnlich in ihrem Moveset, oder? Genau, das ist auch ein Fire Emblem-Char auf jeden Fall. Chrome auf jeden Fall ein bisschen agiler auch als Ike. Eigentlich ein bisschen schwerfälliger, würde ich behaupten. Mhm. Chrome einer der besten Chars vielleicht auch im Game. Vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist Ruben mit Chrome einer der besten Spieler hier heute. Und ich würde schon behaupten, dass Chrome auch ein sehr guter Char ist. Genau, ist jetzt hier quasi auf seinen Main gewechselt, nachdem das mit Cloud gerade zum dritten Mal in Folge nicht funktioniert hat. Und die beiden jetzt hier. Oh, schön Ruben mit der Back Air. Das ist halt krass bei Chrome. Der ist zum einen combo stark und agil, hat aber auch einfach krasse Killmoves so. Okay. Wird hier gehittet von Flora. Flora sehr aggressiv auf Stage. Ja. Gerade gegen Charles und Crow muss man da aufpassen. Und jetzt fliegt der Stock von Skelly weg hier. Und wir sind wieder bei fast eben, wenn man sich die Prozente und die Stocks anschaut. Und die beiden jetzt hier in der Mitte. Schön von Ruben da. In die Up-Air gegrätscht. Und das war die Back-Air. Damit war es das mit Scorpion für den vorletzten Stock. Ja. Kassiert da aber jetzt einfach mal so ein Gordo. Hat er nicht kommen sehen. Und das ist jetzt gefährlich hier aus der Situation. Für Skelly. Macht das aber gut. Ist wieder im Neutral. Einfach spannend. Gerade im Favor noch für Skelly und Rufen, aber es kann gleich wieder ganz anders aussehen. Aber die machen das gerade gut hier. Und der Up-Tilt in die Granate rein und das war's. Oh, und in den Up-Smash gehalten. Und reingeworfen in den Up-Smash. Das ist jetzt natürlich schwierig für Flora. Vielleicht sehen wir nochmal einen coolen Werfen to irgendwas Kill. Okay. Ah, ja, und die Side wieder aus dem Hinterhalt. Oh. Und das war's. Ah, das sieht immer so fies aus, wenn diese Rakete einen so verfolgt. Es sieht halt auch echt so aus, als ob man da einfach nicht wirklich viel machen kann, außer lang genug wegrennen, bis sie... Ja, also gerade mit so einem Char wie Dedede oder so. Der halt einfach langsam ist. Ja, und auch so eine große Hitbox halt einfach nur schwierig. Ja. Gut gemacht von den beiden. Aber war ein flottes Game. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die zweite Runde, die auch jetzt direkt schon startet. Yes, sir! War auf jeden Fall auch ein spannendes Game. Also ja, es hätte auch gerade nochmal ganz anders aussehen können. Natürlich, wenn dann irgendwie am Ende zwei übrig sind und der andere noch alleine ist, dann ist es einfach bei guten Spielern so, ne, dann wirst du einfach weggekombot und dann war es das in der Regel. Ne? Flora hatte hier auch schon hohe Prozente. Genau, schauen wir mal, wie sie adapten, aber scheinbar funktioniert es vielleicht auch doch ein bisschen besser jetzt hier mit Chrome als mit Cloud. Direkt wieder offstage gepusht, ne? Und es geht direkt weiter und das machen die gut. Also rufen hier vorne einfach mit aggressiven Pressure, während
Skeddy dann so ein bisschen weiter hinten steht und versucht da so ein bisschen die Options zu covern, weißt du? Ja. Mit der Roll-Option, indem er da steht, mit der Abwehr covert er so ein bisschen die Jumps. Das machen die beiden sehr gut hier, da muss man mal ein bisschen drauf achten. Und gehen deswegen hier auch gerade relativ deutlich in Führung, zumindest bei Skeddy. Und jetzt hier sehr schön in den Upsmash, Up-Tilt reingeworfen. Sowas wollen wir natürlich sehen. Und Skeddy hier mit 22% scheint das echt solide runterzuspielen bisher. Und der nächste Wurf hat sich ein bisschen verkalkuliert. Oh, und oben hier schön mit den Running Back Airs. Boah, gegen DDD. Da sitzen natürlich die Kombos auch. Skeddy jetzt hier. Sehr schön. Oh. Stock ihn sehr aggressiv gerade hier. Will den Stocklead natürlich jetzt hier wieder gut machen. Und geht nach hinten los. Ne? Mhm. Aber Flora hier schön mit den Flame Traps. Und hat den, hat sie dieses Ding da von der Abi weggehauen, anstatt Skeddy selber. Wenn man das macht, dann kann er nicht nochmal eine Abi machen. Also wenn du nur dieses Teil da oben, diesen Propeller weg hast, das hat er gerade gemacht. Ah, und dadurch ist er abgestürzt. Genau, und dadurch ist er abgestürzt und konnte sich nicht nochmal recovern. Und wir sind stock even, nicht mehr. Schöner Up-Tilt. Up-Tilt einfach auch ein krasser Move, natürlich. Und was ich bei Skeddy wirklich auch krass finde, ist, dass er auch in Teamgames mit Snake und seinen ganzen Granaten und so dann eine gewisse Übersicht hat und einfach wirklich in seltenen Fällen überhaupt mal den Gegner, seinen Mitspieler auch trifft damit. Und jetzt sehen wir auch hier deutlich bei dem Stocklead. Ja. Zwei Stocks in Führung quasi. Okay. Schönes Side-Beam hier von Ruben. Okay, der Upsmash und das war's mit dem vorletzten Stock hier für Ruben. Nichtsdestotrotz sieht das gerade ganz gut aus noch für die beiden. Mal gucken, was Skeddy jetzt hier macht. Oh, und Scorpion hat gerade den Upsmash von Snake reflected. Damit hat sich Skeddy quasi selbst gekillt. Und muss jetzt hier aufpassen, nicht zu aggressiv werden. Macht das aber ganz gut. Und Ruben auch auf der anderen Seite. Behält hier auch Überhand. Oh, ein schöner Nair-Cancel to F-Smash. Sowas sehen wir natürlich auch sehr gerne. Sehr schön gemacht. Und jetzt wird er rübergeworfen hier. Ein Versuch, da eine Team-Combo zu machen. Was sehen wir? Vielleicht nochmal irgendwie ein Throw to Up-Tilt oder so. Ja, man sieht auch, die beiden wollen jetzt hier auch stylen. Ne? Müssen vielleicht ein bisschen aufpassen. Scorpion hittet gerade hier. Ja, schön hingelegt. Ja. Schlafen gelegt und dann verabschiedet. Das sah schon wieder so ein bisschen gemein. Ja, es ist fies, ja, ist fies. Ja, ja. Aber er war irgendwie auch cool.